Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur WLAN-Erklärungsreihe. Diesmal beschäftige ich mich mit dem 802.11 AD Standard, den viele wohl nicht kennen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Der AD Standard wird auch als Wireless Gigabit, kurz WGIG, bezeichnet. Er wurde im Jahr 2012 standardisiert und man kann ihn zum Beispiel für digitale Videosysteme oder Computerperipherie einsetzen. Der AD-Standard erlaubt keine Abwärtskompatibilität zu den älteren WLAN-Standards, WLAN-N, WLAN-AC, WLAN-BG, und der AD-Standard hat noch keine relevante Marktbedeutung, da vieles auf 2,4 GHz oder auf 5 GHz abgewickelt wird. Der AD-Standard nutzt das Frequenzband 60 GHz und das erlaubt breitere Kanäle von 2 GHz als bei WLAN auf 2,4 oder 5 GHz. Beim WLAN-AC-Standard konnte man zum Beispiel Kanalbreiten von 20, 40, 80 oder 160 Megahertz einstellen. Die breiteren Kanäle vom AD-Standard erlauben auch eine höhere Datenrate von 7 Gigabit brutto maximal. Die hohe Trägerfrequenz hat allerdings auch einen Nachteil, nämlich die enorme Dämpfung. Das Signal kommt kaum noch durch Wände oder Decken. Die enorme Dämpfung hat allerdings den Vorteil, dass WLANs in der Nachbarschaft auf demselben Kanal funken können. In der Praxis liegt die maximal mögliche Entfernung bei hoher Datenrate bei 10 Meter. Ich habe zum Beispiel einen Bluetooth-Lautsprecher und wenn ich mein Smartphone mit dem Bluetooth-Lautsprecher kopple, dann komme ich auch auf eine Reichweite von in etwa maximal 10 Metern. Und wenn ich dann zum Beispiel aus dem Raum rausgehe, wo sich der Bluetooth-Lautsprecher befindet, dann merkt man einen deutlichen Qualitätseinbruch, beziehungsweise die Bluetooth-Verbindung bricht komplett ab. Dementsprechend ist der AD-Standard für ein WLAN-Netzwerk in großen Wohnungen oder Häusern eher uninteressant. Der AD-Standard erlaubt ein besseres Beamforming wegen der kleineren Wellenlänge. Beim Beamforming wird das WLAN-Signal auf ein bestimmtes WLAN-Gerät ausgerichtet. Dies erfolgt mit mehreren Antennen, die das gleiche Signal mit einem zeitlichen Versatz senden. Somit erzielt man eine Richtwirkung auf ein bestimmtes WLAN-Gerät. Und das erlaubt eine höhere Modulation und dementsprechend auch eine höhere Datenrate. Weil die Trägerfrequenz des AD-Standards sehr hoch ist, erlaubt dies auch kleinere Antennen wegen der kurzen Wellenlänge 0,5 cm. Und dies hat zur Folge, dass geringere Hardwarekosten anfallen und weniger Platz in Anspruch genommen wird. Zum Vergleich: WLAN auf 2,4 GHz hat eine Wellenlänge von ca. 13 cm und auf 5 GHz hat man eine Wellenlänge von ca. 6 cm. Jetzt fragt man sich vielleicht, wofür kann man denn den AD-Standard verwenden, wenn vieles auf 2,4 oder 5 GHz noch abgewickelt wird? Der AD-Standard ist zum Beispiel sehr interessant, um Videos vom Smartphone auf den Fernseher zu streamen. Das wird aber heute auch noch auf 2,4 GHz erledigt. Oder für Wireless USB, Wireless PCI Express oder Wireless HDMI, wo man eben eine drahtlose Übertragung haben möchte. Oder der AD-Standard dient auch als Ersatz für ein LAN-Kabel oder eben Videokabel, zum Beispiel eben Wireless HDMI, wie schon erwähnt.
Und wegen der kleinen Antennen ist der AD-Standard auch sehr interessant für mobile Geräte, die nicht mehr als 10 Meter Reichweite überbrücken brauchen. Das war meine Präsentation zum AD-Standard und beim nächsten Mal werde ich mit einem größeren, aber sehr interessanten Thema weitermachen, nämlich werde ich mich mit WLAN-Sicherheit auseinandersetzen. Dort werde ich zum Beispiel auf die Bedeutung von WLAN-Sicherheit eingehen und auf die verschiedenen Verschlüsselungsstandards.